Nicht am Computer sitzen und nicht nur aus Büchern etwas vom Leben erfahren. Neben dem Praktikantenprogramm, was wir in Nordeuropa für junge Menschen anbieten und was sehr viele auch dankenswerterweise annehmen, bieten wir als Bonifatiuswerk in diesem Jahr zum ersten Mal den Freiwilligendienst auch in Deutschland an, das Bonifatiusjahr zu machen. Wir laden junge Menschen ein, für sich Erfahrungen in einer Situation der Diaspora, wo wir als Katholiken in einer Minderheitensituation leben, aber auch an sozialen Brennpunkten, wo es auch Lebensbrüche gibt oder Menschen auch begleitet werden, etwas für sich selbst zu entdecken und zu erfahren, aber auch anderen Menschen helfen zu können. Und das soll ich eben nicht allein tun, sondern ich werde begleitet, auch im geistlichen Sinn, auch vor den Lebensspuren, meinen Fragen nach Berufung, nach Beruf auch nachzugehen und miteinander zu sehen, wie können wir denn auch Kirche leben, aber wo können wir auch die Welt entdecken und aus christlichem Geist gestalten. Dazu möchten wir junge Menschen einladen. Sie können sich gerne bei uns bewerben und ich glaube, dass es keine Einbahnstraße ist. Es bringt für beide Seiten etwas. Viele sehr positive Rückmeldungen von den jungen Menschen zeigen, dass es ihr Leben ein Stück geprägt hat, aber dass auch gerade die Stellen, wo sie im Einsatz gewesen sind, sehr dankbar sind und es entstehen oft neue Beziehungen, neue Freundschaften und es eröffnen sich auch manchmal neue Wege.